Weiter, Episode 1. Jetzt ist so leise. Man kann das Spiel sich mal entscheiden. Erstmal auf Weiter drücken. Ich muss mich sowieso erstmal wieder orientieren. Ich hätte ja in den letzten Stream reingucken können, aber. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich bin mal eh gespannt. Ich habe ja einfach ausgemacht, weil ich glaube, es gab ja gar nichts zum Speichern. Und. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir überhaupt sind. Ich habe auf dem Balkon, glaube ich, ausgemacht. Untersuche die Objekte. Ach ja, stimmt ja, die Steuerung war ja hier so schwierig. Bei uns ist auch voll heiß. Oh, gut. Dann leidet ihr wenigstens mit mir und ich bin nicht alleine. Dobby fühlt sich auch nicht richtig wohl. Der mag die Wärme auch nicht. Ein bisschen Bewegung zu viel und dann hechelt er immer gleich ohne Ende. Will aber trotzdem spielen, versteht aber nicht, dass er deswegen so hechelt. Hunde. Ja, und ich bin genau an derselben Stelle. Erstmal auf der Karte gucken. Dann kann ich mich ja schon mal daran orientieren, wo noch was zu machen ist. Da haben wir einen Ort zum Verstecken. Hier muss ich irgendwie den Scheinwerfer ankriegen. Im Spielzimmer ist ein Rätsel. Ist da ein Rätsel? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Muss ich gleich mal nachgucken, solange ich noch hier oben bin. Gärfliege. Hau ab! Scheißviecher. Was haben wir noch zu erledigen? Im Wohnzimmer ist noch irgendwas. Genau, da muss noch das Feuer angemacht werden. Warum ist beim WC da so ein komischer heller Fleck? Soll das einfach nur so ein Fleck-Fleck sein? Ja, der ist überall. Es ist ein Fleck-Fleck. Und im Keller ist noch das Rätsel. Genau, da war der Safe. Stimmt, bei der Garage, da ist ja auch noch irgendwas, ne? Ach, und hier sind auch noch Räume verschlossen, sehe ich doch gerade. Oder soll das verschlossen sein? Bei einer Garage waren wir noch gar nicht. Ich muss mal gucken, wo war denn überhaupt mein witziger Zettel, wo ich mir aufgeschrieben habe, was wir machen müssen. Habe ich den überhaupt noch? Habe ich den verbummelt? Das ist auch so toll. Das hätte ich ja auch vorher machen können, wa? Ah, hier habe ich den, genau. Die Hausanschrift, die wir warum auch immer nicht kennen, aber das ist ja dann nur eine Zahl. Sauls Alter, das ist 700 pro. Wir haben zwei Bilder gefunden, wo sein Alter zu sehen ist. Ja, und das Bild an der Treppe. Aber 34, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da noch ein Bild. Muss ich mal gucken. So. So. Naja, dann gehen wir erstmal durch. Gucken wir mal erstmal im Spielzimmer. Und was wir hier noch machen können. Oh Gott, ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Hilfe. Es wird schwer, den Schalter einzustecken. Ist nicht eingesteckt. Okay. Ein paar Klemmen für die Batteriepiole hätte, könnte ich sicherlich den Scheinwerfer einschalten. Wie ist denn mein... Wie komme ich denn an mein Inventar? Was ist denn eigentlich mit dem Walkie-Talkie? Kann ich das benutzen? Hallo? 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 Ja, gut. Funktioniert nicht oder wir brauchen es anscheinend gerade nicht. Wie komme ich denn hier wieder raus? Geh weg! Was haben wir noch? Eine Fernbedienung, das war die für die Garage. Da müssen wir mal gucken, weil wir haben ja den Strom wieder eingeschaltet. Eine Stoffpuppe. Streichholzschachtel wird uns hier wohl auch nichts bringen. Was ist denn das? Ach ja, dieser Ring. Wofür auch immer der benutzt werden muss. Kann ich den überhaupt benutzen? Ach, nope. Brauche ich da ein paar Klemmen und die Batterie? Ja, vielleicht die Zange, aber ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon probiert, ne? Das kommt mir gerade irgendwie sehr, ja, vertraut vor. Oder kann ich vielleicht das kombinieren mit dem Ring? Mm-mm. Nein? Okay, das macht keinen Sinn. Okay, ein Versuch war es wert. Dann schauen wir mal. Spielzimmer. Wo war das Spielzimmer? War das hier? Ja gut, der Raum war es definitiv nicht. Wird mir auch komischerweise als offen angezeigt. Oder ist das jetzt das Spielzimmer? Nee, oder? Oder? Nee. Egal, da geht's jedenfalls nicht rein. Hier ist irgendwo ein Rätsel. Aufwendig altes Spielzeug und so hässlich. Och, sag das nicht. Irgendwie finde ich, hat das Zimmer was. Ich kenne keinen Muchacho, der solche Bilder malen kann. Ah, hier. Oh.
Spinnhaus. Okay, das ist ein... Bringt es denn überhaupt was, wenn wir noch nicht alle haben? Hey, komm da raus, Puppe. Kann ich das bitte neu starten? Ich denke mal, wir werden hier mehr Puppen brauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nur eine brauchen, oder? Ich meine, ich kann sie ja einfach mal überall reinsetzen. Potenziell gesehen, wo würde denn ein Mädchen sein? Wo setzt man das rein? Das soll doch ein Mädchen darstellen, oder? Das sieht auf jeden Fall so aus. Vielleicht, warte mal. Ob ich einfach mal alles durchprobiere? Vielleicht passiert ja was. Sie badet. Ich finde Puppenhäuser irgendwie komisch. Ich hatte als Kind nie eins. Aber mein Schwesterchen hatte eins. Oder nee, das war gar kein Puppenhaus, das war eine Küche. Stimmt. Ich rede Blödsinn. Ich denke mal, hier fehlt uns noch was. Das ist noch nicht alles. Ich glaube, im Schrank verstecken brauchen wir uns auch nicht. Aber gut, wir wissen, hier ist noch ein Rätsel, was erledigt werden muss. Ein Rätsel. Ein Rätsel, ein Rätsel. Ah ja, hier sind wir auch gleich bei der Treppe. Ist hier noch ein anderes Bild, was ich anquatschen kann? ...1634. Das mit der 34, das haut ja nicht hin. Ich hatte auch ein Puppenhaus. Ja? Echt? Ehrlich? Dieses Ding zum Aufklappen? War das nicht eine Küche? Oder war das das Puppenhaus? Vielleicht vertausche ich das. Das mit dem blauen Dach? War das ein Puppenhaus? Ich weiß es echt nicht mehr. Irgendein Bild anquatschen. Ey, nicht zurückgehen. Was tust du? Nein, was tut sie? Lass das. Dreh dich in diese Richtung. Oh oh. Warum macht mein Walkie-Talkie-Geräusche? Das ist neu. Oh, das falsche Ding ist. Oh oh. Hallo? Soll mich das wie irgendwas warnen? Ich weiß nicht, was mit diesem Ding los ist, aber es treten immer wieder seltsame elektrische Störungen auf. Oh nein. Soll bestimmt bedeuten, dass hier jemand rumspukt. So ein rosa Ding mit weißem Dach. Eine Küche hatte ich auch später. Rosa Ding mit weißem Dach? Nee, dann habe ich was anderes in Erinnerung. Du hattest auch mal so ein blaues Ding, das weiß ich. Das hatte so ein blaues Dach und war auch aufklappbar. Aber war das die Küche? Nee, die war ja nicht aufklappbar, die du hattest. Ach, ich erinnere mich nicht mehr. Aber trotzdem gut zu wissen. Ich weiß nur, bei Oma und Opa hatten wir so eine komische Waschmaschine. Darin haben wir immer das Geschirr gewaschen. Ja. Ach ja. Ob mich das auf irgendwas hinweisen soll, ich bin mir nicht sicher. Hier war doch irgendwo noch ein Bild, was man anquatschen konnte. Alter, warum hört das nicht auf? Das wird ja immer schlimmer. Hilfe, ich ertrag das nicht mehr. Mach das weg. Hier weint doch irgendwer, oder? Warum hört das nicht? Kann man da... Hallo, kann man das wieder ausstellen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Warum macht es das? Ach stimmt ja, hier war ja auch noch irgendwas.
Der Boulder läuft. Es ist hier ziemlich feucht, aber das könnte sein, weil die Leitungen undicht sind. Soll ich hier irgendwas machen? Hey, kann ich hier nicht das Garagentor bedienen? Ist das nicht das Garagentor? Solange Wasser auf das Kabel tropft, ist es nicht möglich, die Tür zu öffnen. Ach so, wegen... Ja, ohne Witz, ich muss erstmal dieses Geräusch loswerden. Warum ist es da? Warum... Ah, Gott sei Dank! Ich kann mich hier nicht verstecken. Oh, no. Oh nein, sterbe ich jetzt? Oh nein, sterbe ich jetzt? Oh nein. Was soll ich tun? Jetzt opening. Du bist auf die Tat. Oh nein, jetzt steht sie. Oh, jetzt. Hilfe! Ja, ich kann nichts machen. Ich glaube, ich habe meinen ersten Charakter zerlegt. Ach du Scheiße, das ging jetzt schnell. Alina hat es nicht geschafft, sag bloß. Also wissen wir schon mal, dass das Geräusch nicht gut ist und ich mir wahrscheinlich schnellstmöglich ein Versteck suchen sollte. Oh, aber jetzt klären wir wenigstens mal, wie das jetzt mit dem Charakter läuft. Scheiße, jetzt habe ich nicht gelesen, was da unten stand. Kann ich das im Stream noch lesen? Nein! Hat das irgendwer gelesen, was da gerade unten im Ladebildschirm stand? War das ein wichtiger Hinweis? Scheiße! Ich glaube, du hättest zur Tür gemusst, um sie zuzuhalten. Stimmt. Ja, stimmt. Ach, siehst du, ich habe dort schon wieder alles voll vergessen. Okay. Merke ich mir dann fürs nächste Mal. Naja, gut, wir haben ja noch 3 Charaktere, glaube ich, ne? Ja, wir haben noch 3. Wir kriegen das hin. Glaube ich. Schnelligkeit, Unauffälligkeit, Stärke, Gelassenheit. Gelassenheit, große Gelassenheit ist wahrscheinlich gut, wenn man da den Herzschlag kontrollieren muss. Dann nehmen wir doch mal Sophie, die Ex-Frau von dem netten Typen, der da am Anfang im Keller verschollen ist. Im Text stand, dass man Türen zuhalten kann. Okay. Ja. Habe ich irgendwie echt nicht mehr dran gedacht. Ich war gerade einfach nur überfordert. Dieses Geräusch hat mich überfordert. Das ist immer das Problem, ne? Wenn man dann eine Weile das nicht mehr spielt, man vergisst immer alles. Naja gut, wir haben noch 3 Charaktere. Noch sind wir safe. Wenn wir beim letzten sind, dann ist scheiße. Mal schauen. Oh, mir ist so warm. Oh, ich sterbe einfach gleich. Ich habe das Gefühl, ich fließe weg. Ladebildschirm, Ladebildschirm, das dauert mir zu lange. Ladebildschirm, Ladebildschirm, lange, lange, lange. Okay. Bin ich ja mal gespannt. Rein theoretisch dürfte sie ja jetzt nichts von den Sachen, die wir haben, im Inventar haben. Mit ihrer Kerze. Verluste deiner Charaktere. Du hast leider gerade einen deiner Charaktere verloren. Wenn dies passiert, ist die betreffende Figur nicht mehr Teil der Geschichte. Vor allem dieses Hängemännchen da. Oh nein. Wenn du einen deiner Charaktere verlierst, bleiben alle Gegenstände, die sich in ihrem Besitz befinden, an Ort und Stelle liegen. Die Position der Gegenstände wird auf deiner Karte mit dem folgenden Symbol angezeigt. Solange du noch Charaktere im Spiel hast, wird dein Fortschritt im Spiel gespeichert. Aber beachte, wenn du alles verlierst, musst du die Episode neu starten. Ja. Sollte das heute noch passieren, werde ich definitiv den Stream beenden. Und dann weiß ich nicht, wie ich es mache. Entweder spiele ich dann alleine bis zu der Stelle. Oder mache es dann im nächsten Stream einfach nochmal von vorne. Das entscheide ich, wenn es soweit ist. Ich hoffe ja, dass es nicht passiert. Aber ich glaube, das ist Wunschdenken. Ich wollte mal gucken, es gibt ja Schwierigkeitsgrade, genau. ETA Hoffmann? Was? Wir spielen hier auf dem vorletzten Schwierigkeitsgrad? Ne. Das ist mir zu stressig. ETA Hoffmann, nur die Geschichte bitte. Der Hoffmann-Modus entspricht in seiner Schwierigkeit dem von MR James mit einer Einschränkung. Wenn Sie einen Charakter verlieren, können Sie den letzten Kontrollpunkt laden. Permadeath ist ein wesentlicher Bestandteil der Song of Horror-Erfahrung. Vor der Auswahl von ETA Hoffmann wird empfohlen, Edgar Allan Poe oder M.R. James bereits zuvor ausprobiert zu haben. Okay, was haben wir hier? Ist die einfachste Schwierigkeit, die den Tod dauerhaft hält. In diesem Modus sind sie weniger Gefahren ausgesetzt als in Edgar Allan Poe und außerdem sind diejenigen, denen sie ausgesetzt sind, leichter zu überwinden.
Ja, wäre vielleicht für den Stream gar nicht verkehrt, einen runterzunehmen. Aber ich lasse es so. Ich lasse es so und werde mich später ärgern. Alternativ kann man es ja immer mal nochmal runtersetzen. Aber wir wollen die richtige Erfahrung. Die andere Erfahrung, die schwerste, möchte ich lieber nicht. Ich bin kein Typ fürs schwere Spielen. Das ist mir meistens zu stressig. Ach, da ist ja die Zahl zu sehen. Haus Nummer 4. Jetzt sehe ich es. Erst beim letzten Mal habe ich es nicht gesehen, ne? Geil. So, dann schreibe ich das mal auf. Die Zahlen sind ja dann definitiv sicher. Geil. Also haben wir 4 und 7. Die sind sicher. Aber 3, 4. Ja, weiß ich nicht. Ich könnte es gleich nochmal probieren. Weil da ist ja eigentlich nur das an der Treppe. Das war doch auch Bild. Unterhalb der Treppe, an der Treppe. Ich gucke nachher gleich nochmal in den Keller. Erstmal holen wir unseren Kram aus der Garage. Guten Tag. The door was open. Is there anybody home? Muss ich jetzt hier eigentlich alles nochmal machen? Nein. Ich verstecke mich auf Toilette. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Tut. Nein! Oh Gott! Das war ich nicht. Ich gehe einfach wieder. Tschüss. Es ist einfach kaputt gegangen. Jetzt wissen wir aber auch, warum Alina praktisch auf den Plan gerufen wurde. Fängt das jetzt wieder an zu tuten? Das Bedienfeld ist kaputt. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist nicht meine Schuld. Das war schon so. Hat sie eigentlich auch ein... Oh nee, sie hat was ganz anderes. Duftkerzen. Duftkerzen, Glücksbringer. Verbleibende Einsätze 3. Sophie hat immer gesagt, dass der Duft dieser Kerze sie beruhigt. Und ihr ein Gefühl von Sicherheit gibt. Daniel. Und wann sollte man das im besten Fall einsetzen? Keine Ahnung. Ob ich jetzt hier unten gleich wieder sterbe? Jetzt weiß ich ja, dass ich die Tür zuhalten muss. Guck mal, nicht mal mehr eine Leiche da. Aber die Tasche. Wie seltsam. So, da haben wir alles. Ach okay, ja, jeder hat ein eigenes Item. Sie hatte das Funkgerät, was einen darauf hinweist, dass wahrscheinlich gerade was Krasses passiert. Sie hat 3 Duftkerzen. Wann ich auch immer die nur einsetze, weiß ich noch nicht. Okay. Habe ich irgendwas, wo ich es hier einsetzen kann? Kann ich irgendwas drücken? Drück den Knopf. Drück den Knopf. Den Knopf. Ich möchte da diesen An- und Aus-Knopf drücken. Hallo. Kann ich irgendwas damit benutzen? Nein. Oder? Wie der Boiler funktioniert, verstehe ich noch nicht. Abschalten. Drücken Sie den linken Knopf. Start. Drücken Sie den mittleren Knopf. Entleeren. Drücken Sie den rechten Knopf. Okay. Warte mal, was steht da unten? Im Falle einer Fehlfunktion, die eine korrekte Nutzung des Boilers verhindert, können Sie eine Notabschaltung durchführen, indem Sie den blauen Knopf für 4 Sekunden gedrückt halten. Was denn für einen blauen Knopf? Wo ist denn hier? Hier ist doch kein blauer Knopf. Also rein theoretisch müssten wir ja... Was denn für ein blauer Knopf? Linker Knopf ist zum Abschalten, da das ja nicht funktioniert. Rechter Knopf wäre entleeren. Versuche ich das nochmal. Ich kann doch gar keinen anderen Knopf auswählen. Wo ist hier ein blauer Knopf? Hallo? Ist hier ein blauer Knopf? Sieht nicht danach aus. Hier ja auch nicht. Warte mal, hat das vielleicht hier in der Küche... Nee, warte mal. Die Küche war doch ganz woanders, oder? Hier kann das jetzt nichts zu tun haben. Da war doch dieses Kabel, ne? Nee, ach, das ist ja ganz viel weiter weg.
ganz viel weiter weg ist auch schönes Deutsch. Von welchem blauen Knopf reden die hier? Ein altes Fahrrad, okay. Aber hier ist ja nichts. Hä? Ich würde wahrscheinlich nichts ändern, und wenn ich es noch 5000 Mal angucke, ne? Blauer Knopf. Hier ist doch nirgendwo ein blauer Knopf. Kann ich damit irgendwas kombinieren? Ich versuch's einfach. Benutzt. Nein, das geht nicht. Sie können das nicht tun. Benutzen? Auch nicht. Ja, die Stoffpuppe wird wohl keinen Sinn machen. Streichhölzer auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo dieser blaue Knopf ist, von dem das Schild redet. Ist hier ein Knopf vielleicht, den ich irgendwie... Nee. Bedienungsanleitung für Boiler. Oberes Bedienfeld. Ja, das ist ja nur das eine. Abschalten, Start, Entleeren. Im Falle einer Fehlfunktion, die eine Kurzbenutzung des Boilers verhindert, können Sie eine Notabschaltung durchführen, indem Sie den blauen Knopf für 4 Sekunden gedrückt halten. Aber wo? Ich fühle mich veräppelt. Ich gucke mir das jetzt noch einmal an. Ich habe nur das, was ich benutzen kann. Achso, warte mal. Die leuchten. Ach, hier. Ah. Okay. Ich hab's geschafft. Ich hab mal selbst was rausgekriegt. Juhu. Jetzt sollte das funktionieren. Hallo. So, und jetzt sind wir hier. Ja, deswegen war das noch. Deswegen war das noch so zu sehen. Seitenveranda. Oh, geil. Batterie klemmen. Die können wir oben auf dem Balkon dann benutzen. An dieser Tange fällt mir nichts Ungewöhnliches auf. Ja. Aber ich nehme das natürlich liebend gerne mit. Die Motorhaube des Autos ist offen, scheint, als wäre die Batterie leer. Ja, das ist ja egal. Die kann so viel leer sein, wie sie will. Hier hat auch schon lange keiner mehr was gemacht, so wie es aussieht, ne? Ein Grill, das erinnert mich an den Sommer, den ich mit Daniel im Strandhaus seiner Tante und seines Onkels verbracht habe. Eine Schaufel und ein Eimer für die Gartenarbeit, nehme ich an. Ja, oder um irgendwelche Leichen zu vergraben. Vor welcher Tür stehen wir hier gerade? Oh. In dem Raum war ich auch noch nicht. Aber ich gucke erst hier draußen mich richtig um, bevor ich da reingehe. Damit wir hier auch ja nichts übersehen. Hey Dobby, hör doch auf zu bellen. Naja, gut, bellen. Er tottert irgendwie rum, hat wahrscheinlich wieder irgendein Geräusch gehört. Und ist ins Wohnzimmer gerannt. Dieser Hund. Oh, warte, da ist noch was. Pascha muss eine seiner Mappen im Auto zurückgelassen haben. Ja, dann hol doch mal raus. Soll ich versuchen, die Mappe zu holen? Ja, mach mal. Jetzt werde ich aufgefressen. Hä? Was war denn das jetzt? Ich hätte also auch Nein wählen können. Ich dachte, jetzt passiert was Krasses, weil ich Ja gewählt habe. Haiku-Mappe 2. Ein Teil von einem Sammlerstück. Eine blaue Mappe. Es sind mehrere Papiere da drin. Gucken wir uns das doch mal genauer an. Gut, genauer geht's nicht. Genauerer. Benutzen? Auch nicht. Habe ich die jetzt im Inventar? Auch nicht. Doch. Nein. Nee. Doch. Hier. Haiku Mappe 2. Naja, 2 von 3 werde ich wahrscheinlich alle brauchen oder was? Weiß nicht. Das Innere wirkt sehr bequem und verfügt über jedes erdenkliche Accessoire. Okay. Na,
Na dann mal rein da in die gute Stube. Wie konnte man nochmal lauschen? Ich höre nichts, also ist alles safe. Nö. Mit einem Schlüssel abgeschlossen. Das muss der Dienstboteneingang sein. Ich habe nur selten Villen gesehen, die keinen solchen Eingang haben. Schlüssel haben wir ja aber auch nicht mehr. Ja gut, aber da ist ja auch noch eine... Warte mal, aber... Das muss ich mal gleich mir angucken. Mal gucken, wo muss ich jetzt hin? Ja, eigentlich hier. Die Tür ist jetzt auch zu, oder wie? Kann das nicht öffnen? Ich glaube, es ist von innen verriegelt. Ach, das bedeutet also das Schloss so von innen. Alles klar. Für das eine braucht man einen Schlüssel, für das andere muss man nach innen. Jetzt verstehe ich wenigstens dieses Symbol. Vielleicht durchs Schlüsselloch schauen? Aber man kann doch gar nicht durchs Schlüsselloch schauen. Man kann doch nur an der Tür horchen. Ich guck mal nochmal, aber ich glaube, man kann nur an der Tür horchen. Oh Gott! Oh nein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh fuck! Wie viel Zeit habe ich? Wo muss ich hin? Ins Esszimmer. Schaut! There's nowhere to hide around here. Oh oh! Schnell! Da unter den Tisch verstecken. Steck dich unter den Tisch! Ah! Get under the table! Ja, schnell! Schnell! Jetzt mal aufhören hier. Hilfe! Nichts passiert. Ich habe gar keine Angst gehabt. Alles That's gut. Over. Just horrific. Oder hören. Irgendwas ging doch. Ja, ich habe ja an der Tür gehört, aber man hat ja nichts gehört. Ich glaube, das Türhören ist einfach nur, um sich vor diesem schwarzen Zeug irgendwie zu schützen, dass man dann da halt nicht reingeht. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und ich habe ja dran gehört, aber es war ja nicht. Das war nicht zu hören. Und dann, als ich versucht habe, die Tür zu öffnen, ging es ja nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass ich ins Dings gucken kann. Ach ja, seit ich das Wort Dings kenne, ne? In die Karte schnell gucken kann, wenn das passiert, dass ich mich wenigstens orientieren kann. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Nach oben wieder. Und ich muss doch noch in den Keller. Ich gehe erst in den Keller. Ist hier vielleicht noch ein Bild mit einer Jahreszahl? Vielleicht war das mit an der Treppe gemeint. Alte Fotos von Familienausflügen und dergleichen. Hier vielleicht irgendwie? Nee, auch nicht. Auch nicht. Alter. Lass mich in Ruhe. Ich gehe einfach. Tschüss. Ich gehe noch mal schnell. Warte, da ist noch. Unterhalb der Treppe? Zählt das als unterhalb der Treppe? Ist da jedenfalls eine Jahreszahl drauf? Nein, auch nicht. Hier ist auch nichts weiter. Ich guck mal noch mal genau, was der letzte Hinweis war. Weil die ersten zwei Zahlen haben wir ja. Aber die anderen halt nicht. Das ist doof. Ach ja, der Keller. In jedem Horrorspiel ist der Keller doch am besten. Nicht. Ach so, ja. Ach, ich kann doch auch einfach meine Notizen gucken, ich Trottel. Ich hatte doch Notizen, oder? Wie gucke ich nochmal an meine Notizen?
Hatte ich nicht Notizen? Ich guck mal kurz in der Steuerung. Steuerung, Steuerung. Kann ich nicht einsehen. Na toll. Okay, dann weiter im Text. Ich hatte mir das ja hier irgendwie aufgeschrieben, aber ich kann das selbst nicht lesen. Treppe steht da nur. Irgendwas da in der Mitte kann ich nicht lesen. Aber egal. Ich probiere erstmal die Zahlen nochmal aus. Das war dann die 4, 7, 3, 4. Bitte drehen Sie sich. 4, 7, 3. Nope. Ich nehme mal an, die 3, 4 ist falsch. Aber so viele Bilder gibt es ja hier dann auch eigentlich nicht. Und irgendwie Bild an der Treppe. Da kann es doch auch nicht so viele Optionen geben. Hier ist es jedenfalls kein. Und die hier hatten wir ja auch alle jetzt angeguckt. Es muss irgendein Bild sein mit einer Jahreszahl. So schwer kann es doch nicht sein. Hier vielleicht? Nein. Hier ist wieder das Weinen. Kinder sind auch echt das Schlimmste in Horrorspielen. Sie haben eins der Gemälde abgehängt. Der Umriss an der Wand nach, glaube ich, dass er vor nicht allzu langer Zeit abgenommen wurde. Hey, warte mal. Vielleicht ist ja auch das Bild gemeint und ich muss das überhaupt erstmal finden. Also wo zum Teufel könnte denn so ein einzelnes Bild stehen? Naja, gucken wir mal weiter. Wenn nicht, gucke ich auch gleich nochmal in den Keller, weil unten stand da jetzt kein Bild irgendwo rum. Ich guck einfach nochmal überall rein. Ob hier irgendwo ein rundes Bild ist. Ein Modell einer Karavelle. Oh ja, gut, habe ich wahrscheinlich falsch vorgelesen, aber egal. Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Kann ich da nochmal das Licht anmachen? Ist mir zu dunkel da. Da will ich sonst nicht rein. Hier ist auch kein einzelnes Bild. Alte Schallplatten, Schallplatten, Schallplatten. Ja, vielleicht komme ich ja jetzt irgendwie nach oben. Zumindest kann ich jetzt erstmal den Scheinwerfer da anmachen. Mal gucken. Mal gucken. Hey, warte mal. Genau. Ich weiß, glaube ich, wo das Bild ist. Da war doch dieser Arbeitsschreibtisch. Stand da nicht auch so ein Bild rum? Vielleicht ist es ja zufällig, dieses Runde. Ah! Oh Gott. Mann, willst du mich verarschen? Jag mir nicht so Schreck ein, du doofes Geräusch. Mein Herz. Wie gesagt, wo ich soll hier nicht so rumrennen. Ja gut, das kann es doch dann aber auch nicht sein. Ich dachte, es wäre das. Ach, Mist. Ja, genau, wenn hier was passiert, ich kann mich hier verstecken. Los, komm doch, du komisches Schattenmonster. Ich habe keine Angst vor dir. Glaube ich. Kam ich hier eigentlich rein oder war das hier auch abgeschlossen? Ach, hier war auch ein Rätsel. Irgendwas blockiert das Schloss. Ich vermute, dass es ein abgebrochener Schlüssel ist. Ja, aber ich habe doch die Zange. Benutzt die doch. Benutzt die doch mal für irgendwas. Nein, ich brauche was Kleines zum Greifen. Karteikasten mit Kontaktinformationen. Okay. Ja gut, dann kann ich da halt nicht rein. Ist mir doch egal. Lieber nicht so viel rennen, sonst ist das Schattenmonster hier wieder bockig. Wo geht's hier hin? Weiß ich nicht mehr, also wird nachgeguckt. Hallo, ich suche ein einzelnes Bild. Haben Sie zufällig eins gesehen? Es muss rund sein. Ach ja, auch von innen verschlossen. Ach ja, da heult ja jemand. Ach nee, ey. Warum spiele ich eigentlich Horrorspiele?
Hier ist nichts mehr. Einige Bilder sehen auch komisch aus. Das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz, oder? In jedem Horrorspiel müssen merkwürdige Bilder an der Wand hängen. Das ist einfach so. So. Hier kommen wir jetzt zumindest weiter. Benutzen. Yes. Ja, und nu? Ich würde dieses Kabel lieber nicht anfassen. Ja, warum nicht? Du hast es gerade doch auch angefasst. Dieser Strahler hat Griffe. Ich glaube, man kann ihn drehen. Ja, dann mach doch mal. Los, geh weg, du schleimiger Schleimscheißer. Also gut, es ist ja offensichtlich, für was es benutzt werden soll, aber wie kriege ich es denn... Ich will, dass es wegbleibt. Muss ich jetzt schnell genug abgrasen? Oder was muss ich tun? Los, geh weg! Okay. Wir haben ein neues Zimmer. Es ist betretbar. Mal gucken, was jetzt auf uns wartet. Das war dieses Zimmer hier. Genau. Oh nein, nein. Ich hätte erst lauschen sollen. Oh, ich Trottel. Ich bin ja wohl lebensmüde. Ihr Herzschlag ist schon wieder so. Goldener Schlüssel. Ein kleiner goldener Schlüssel an einem runden Schlüsselbund. Was steht da? Maschas Schlüssel. Ein Schlüssel, der der Haushälterin Mascha gehört. Auf dem Schlüsselanhänger ist ein Name eingraviert. Ja gut, den können wir dann also beim Dienstboteneingang benutzen. Nein, warum? Ich habe schon wieder nicht gelauscht. Oh, das wird irgendwann mein nächster Tod sein. Okay, hier haben wir also das nächste Zimmer. Ich habe noch nie von diesen Bands gehört. Ich werde wohl alt. Man kennt's. Aufzeichnung von Julia und Saul. Eine Sprachaufzeichnung von Haschas Kindern. Auf dem Etikett auf der Kassette steht 14. September 1898. Ob 98 vielleicht ein Stichwort wäre? Ich glaube nicht, weil das ist ja kein Bild. Aber was soll's, schaden kann es nicht, das mal auszuprobieren. Ich notiere mir das einfach mal. Falls wir nichts anderes finden, ist es ja mal eine Option. Schauen wir mal. Mommy's really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the house. And that song? I hear it everywhere. I wish we had never listened to it. Something is watching us. Das Bett von dem Mädchen. Es ist gemacht, aber mit Staub bedeckt. Ja gut, dass die jetzt hier schon eine Weile nicht mehr sind, ist ja irgendwie klar. Sekundenkleber. Eine Tube Sekundenkleber. Ich habe gesehen, wie Antiquitäten mit einem ähnlichen Klebstoff repariert wurden. Wenn es bei Ihnen funktioniert, wird es auch hier funktionieren. Aber was soll damit repariert werden? Dieses Mädchen kann anscheinend hervorragend skaten. Meine Tricks habe ich wahrscheinlich längst vergessen. Kleiderschrank. Was? Anscheinend wurde dieser Kleiderschrank ausgeräumt. Ist also ein neuer Ort zum Verstecken? Nee, anscheinend nicht.
Es ist voller Medaillen und Trophäen. Ein echter Profi, dieses Mädchen. Hey, Klüse, wie läuft? Wie läuft? Hey, Trigger. Es läuft so semi-gut. Nee, ich komme gut voran. Und es ist warm. Ansonsten ist alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Und ich habe schon den ersten Charakter verloren. Ich bin einmal schon gestorben. Lauschen. Nicht vergessen, ich muss lauschen. Ich gehe da erstmal noch nicht rein, weil ich will mir das hier angucken. Bücherregal ist vor die Tür geschoben. Was zum Teufel ist da passiert? Man hört auch so ein komisches Kratzen, ne? Oh ja, sowas von warm. Ja, genau. Wir sagen hier keine Schimpfwörter. Oh, it really stinks in here. Hier stinkt. Es stinkt. Der Spiegel ist kaputt. Sag bloß. Huh. Die Toilette ist verstopft und stinkt. Oh je, ich kann da unten etwas erkennen. Die Toilette ist verstopft und stinkt. Habe ich irgendwas, was ich benutzen kann? Ich schmeiß den Sekundenkleber da rein. Dann wird das bestimmt funktionieren. Mit der Zange? Kann ich die Zange nehmen? Für irgendwas muss die doch gut sein. Oh, endlich. Ja, ich... Mir wäre da auch ein bisschen schlecht. Ach du Scheiße. Schwarze Stoffpuppe. Eine schmutzige alte Stoffpuppe. Das arme Ding ist zusammengeflickt. Ja, die sieht... Die sieht halt auch echt nicht so gut aus, ne? Okay, das bestätigt aber ja doch, was ich schon gedacht habe, dass wir für dieses Puppenhaus bestimmt mehrere Stoffpuppen brauchen. Ich will da nichts anfassen. Habe ich die Zange jetzt noch oder ist die weg? Nee, die hätte ich jetzt auch einfach weggeschmissen. Die hätte ich auch nicht mehr benutzen wollen. So. Lauscht jetzt! Auch da weint jemand. Ich weiß nicht, sollte ich da wirklich reingehen? Oh Gott. Sophie hat es nicht geschafft. Oh no. Ja, ich hätte da wohl mit ihr nicht reingehen sollen. Oh nein. Scheiße. Ups. Hey, alles easy. Wir haben noch zwei Spielcharaktere. Ach du Scheiße. Gut, dann ist das wenigstens auch geklärt. Es ist also sehr, 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 sehr wichtig, an dieser scheiß Tür zu lauschen und wenn man Geräusche hört, da jedenfalls nicht reinzugehen. Scheiße. Scheiße sagt man nicht. Gerade noch gesagt, wir sagen hier keine Schimpfwörter. Oh mein Gott. Okay, dann nehmen wir mal den Juten Etienne. Ach, du grüne Neune. Ach, du grüne Neune. Ich mache aber mal eine kurze, ganz kleine Pause. Dann würde ich sagen, auf in die nächste Schlacht. Also, scheiße, das geht ja echt schneller, als ich gedacht habe, mit dem Leute hier verheizen. Mann, Mann, Mann. Weiter geht's. Ich bin mal gespannt. Ich bin noch am Überlegen, wie ich das dann halten werde. Also Fakt ist, wenn ich heute wirklich alle verheize, dann ist so oder so vorbei. Oder wenn die Episode durch ist, je nachdem, wie lange das alles noch dauert. Mal gucken. Und dann weiß ich nicht, ob ich das alles nochmal im nächsten Stream mache. Und dann halt im Schnelldurchlauf, weil man ja weiß, was man machen muss. Oder ob ich sage, ja, egal, ich spiele dann selbst bis dahin und man steigt dann an der Stelle wieder ein. Das überlege ich mir dann bis dahin. Für euch wäre es wahrscheinlich besser, wenn ich es anders mache. Mal gucken. Treten sein, junger Mann. Hier gibt es Spiel, Spaß und Spannung. Mehr als genug. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo liegt denn jetzt die... Ah, die liegt dann da oben vor der Tür. Okay, also Treppe hoch, rein. Und dann können wir uns das gleich wegholen. Gut.
Da oben war ja dann nichts mehr. In das eine komme ich nicht rein. Und in den anderen Sachen war jetzt erstmal nichts, aber ich habe ja jetzt den Dienstboten-Schlüssel. Achso, geht jetzt hier die Dings wieder an? Ach nee, die ist jetzt schon kaputt. Vorhin ging sie trotzdem nochmal an. Respekt, ich würde das Spiel nicht nochmal streamen. Aber du bist echt tapfer und mutig. Naja, wie man es halt so nimmt, ne? Aber du hast es ja auch gespielt, ne? Hast es durchgespielt, also alle Episoden? Und ich sag mal so, nichts ist schlimmer als Paper Dolls. Das war das Spiel aus der Hölle, ey. Den zweiten Teil werde ich da auch nicht streamen. Da mache ich dann Let's Play von. Moment mal. Ja, der Hund jammert im Wohnzimmer, der hat draußen wieder was gehört. Der kleine Dödel. So, mal ganz kurz gucken. Da war ein Ort zum Verstecken, ansonsten ist hier erstmal ja nichts. Oh, komisch. Was ist das denn? Eine Tasche mit Sachen. So, ich horche jetzt hier trotzdem mal nochmal dran. Ich will mal nur wissen. Ja. Also da gehe ich bestimmt nicht nochmal rein. Ich lerne aus meinen Fehlern. Zumindest manchmal. Ich muss mich langsam zusammenreißen. Ich habe nur noch die eine, zwei Personen. Also einen Puffer habe ich noch. Aber wer weiß, was noch kommt. Wo wollte ich hin? Dienstboteneingang. Genau, also nach unten. Ich gehe jetzt von dannen. Tschüssikowski. Ansonsten muss ich mich hier oben, hatte ich ja jetzt soweit alles angeguckt, da muss ich mich unten ansonsten nochmal umgucken, wo dieses runde Bild steht, was da oben an der Treppe fehlt. Bestimmt hat das die Jahreszahl, die ich suche. Wo wollte ich nochmal hin? Dienstboteneingang. Der war hier durch. Könnt ihr gleich nochmal in den Keller gucken. Es wäre lustig, wenn es da unten steht. Ich durchsuche das ganze Haus und dann steht das Rätselslösung eigentlich so gut wie daneben. Das wäre witzig. Nein, lausch dran, du Trottel. Erst lauschen. Die Frage, ändert sich das bei einer Tür, wo man schon drin war? Auf jeden Fall weint hier keiner. Betrachten, benutzen. Sie ist bereits offen. Ich benötige keinen Schlüssel. Hä? Das heißt jetzt, ich habe den Schlüssel noch im Inventar? Nein. Schräg. Was haben wir hier? Kritzlige Notizen. Die Hälfte davon ist auf Russisch oder irgendeine andere slawische Sprache. So, jetzt haben wir ja hier. Hier waren wir vorher nicht drin. Hä? War das gerade verschwommen oder sehe ich verschwommen? Das zeigt bei jeder Tür, die ich aufmache, Angst, ne? Die Nähmaschine ist wirklich alt. Alte Nähmaschine. Dieser Schrank ist groß genug, um sich darin zu verstecken. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, hier ist noch eine Puppe. Ich hab sie gesehen. Da. Gib. Ah. Orangefarbene Stoffpuppe. Eine Stoffpuppe mit einem kurzen Pferdeschwanz. Hi! Scheiße! Ich hätte mir bestimmt merken müssen, wo ich die alle gefunden habe. Bestimmt müssen die dann so auch benutzt werden in dem Puppenhaus, ich weiß nicht. Immer schön lauschen. Ja. Notiz von Mascha. Eine Notiz von Mascha an ihren Mann Alexander, die in der Hascha-Villa hinterlassen wurde. Verfasst am 20. September 1998. Alexander, ich wünschte, du müsstest diese Notiz nie finden. Ich habe das Haus verlassen oder zumindest habe ich das versucht. Ich hoffe inständig, dass es nicht das letzte Mal ist, dass du von mir hörst. Ich habe Mrs. Caswin oder die Kinder seit Tagen nicht gesehen. Was war das denn jetzt schon wieder? Ey, dieser Hund, ne? Ich habe Kopfhörer auf und höre immer nur irgendwie so ein bisschen was, aber man hört, dass es in der Wohnung ist und ich krieg da einen halben Herzinfarkt. Meine Güte.
Er will mich heute noch tot sehen. So, nochmal, wo waren wir? Das letzte Mal, dass du von mir hörst. Ich habe Mrs. Catherine oder die Kinder seit Tagen nicht gesehen. Manchmal höre ich sie oben weinen, aber ich kann sie nie finden. Sie scheinen immer direkt nebenan zu sein, auch wenn dort kein Raum ist. Hier ist etwas Schreckliches bei uns. Ich kann es nicht beschreiben. Ich traue mich kaum, unser Zimmer zu verlassen. Ich muss gehen, bevor es zu spät ist. Ich liebe dich, Mascha. Ja, also wenn sowas passieren würde, ich wäre die Erste, die weg wäre. Also ohne Witz. Ne, ich könnte da nicht noch drin bleiben. Überlegt euch das mal, ne? Ihr seid irgendwo angestellt, die Leute aus dem Haus sind verschwunden, aber ihr hört sie heulen, aber da ist nichts, wo man die finden könnte. Ich wäre da schon lange weg. Was haben wir hier noch? Da sind mehr Sachen zum Angucken. Eine offene Bibel halb gelesen. Es gibt einen unterstrichenen Vers, aber er ist auf Russisch. Woher will er denn wissen, dass die nur halb gelesen ist? Ein Schwarz-Weiß-Foto einer jungen Frau, wahrscheinlich aus Osteuropa. Europa. Bitte wähle das da an. Oder ist das. Ach, das ist nur ein Spiel. Nee, da ist doch. Oder? Ist das nicht so ein Punkt zum Anwählen oder ist das nur eine merkwürdige Spiegelung? Ach, was weiß ich, ich gehe einfach. Was ist denn das für ein Geräusch? Wo geht's hier hin? Nochmal ein extra Raum, okay. Was ist das für ein Geräusch? Das hat sich angehört, als wäre die Nähmaschine an oder so. Oder eine Waschmaschine. Die Handtücher sind schmutzig. Ich glaube, ich sehe sogar Schimmel. Er ist dann offensichtlich. Ah! Gott! Meine Fresse! Jetzt habe ich mir mein Knie gestoßen. Ey, das ist lebensgefährlich hier. Muss ich jetzt hier wieder und so. Dann macht der Hund da hinten noch Faxen, die ich drehe durch. Dobby aus! Kleinen Moment mal. Da klaut er sich einfach mein Haargummi vom Tisch. Ich glaube wohl, ich spinne. So, durch jetzt hier. Ich hoffe, ich muss nicht wieder die Tür zuhalten. Ich habe vergessen, wie das funktioniert. Ich gehe einfach. Ich gehe einfach weg. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich gehe in die andere Richtung. Schlaftabletten. Ja. Die hätte ich wahrscheinlich auch gebraucht, um hier jemals wieder einzuschlafen. Okay, das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Raum, ne? Universalverdünnung. Lösungsmittel, eine Dose mit Universalverdünnung. Können wir damit vielleicht das Feuer anzünden? Ist sowas nicht entflammbar? Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Mehr als dass es nicht geht, kann ja nicht passieren. Da, jetzt ist hier schon wieder so ein Punkt. Da oben? Du musst es anleuchten! Diese Blätter sind mit Staub bedeckt. Ich frage mich, wie lange sie schon dort liegen. Dann habe ich doch in dem anderen Zimmer auch irgendwas übersehen. Ich gehe gleich nochmal zurück, weil sicher ist sicher. Das Waschbecken ist mit schwarzem Wasser gefüllt. Ich kann nicht den Boden vom Becken erkennen. Im Zweifelsfall würde ich einfach sagen, greif da mal rein. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Achso, er hat ja auch ein eigenes Item. Was hat er denn? Notizbücher, Glücksbringer, passiv. Sei ordentlich, fleißig und aufmerksam und du wirst immer wissen, was du als nächstes tun musst. Ich benutze das. Ich habe halt leider wieder nicht gelesen, was bei dem da ist, ne? Muss ich wirklich nachsehen? Ich müsste meine Hände da reinstecken. Mach mal erstmal noch nicht. Kipp da mal Zeug rein. Du hast Universalverdünner. Vielleicht kannst du den da reinkippen. Ich verschwende meine Zeit. Ja, dann greif. Ich will da nicht reingreifen. Ich sterb doch bestimmt.
Diese Behälter riechen nach Bleiche. Das muss die Waschküche sein. Okay. Ja, dann greif da rein. Wenn ich tot bin, habe ich halt Pech. Ja, Leute, ich glaube, der Stream wird heute früher enden als geplant. Nicht reinpacken, ja. Das ist jetzt zu spät. Okay, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Scheiße. Oh, oh, oh. Eine Person ist noch übrig. Ach, Mann, ey. Da haben wir ihn. Das ist mir auch passiert. Ja, ist ja halt auch so ein Ding, ne? Woher soll man es wissen? Bei der anderen Sache konnte ich weiß gar nicht, was war denn das? Da konnte ich da auch irgendwas wählen, wo ich mir noch gedacht habe, hä, das musste ich jetzt wählen und da passiert nichts. Woher soll man es vorher wissen? Das ist voll fies. Jetzt verstehe ich auch, dass immer alle sagen, man kann hier relativ schnell sterben. Weil gerade sterben die ja hier wirklich wie Fliegen. Ist ja furchtbar. Oh Mann. Na gut, letzter Versuch. Mal gucken, entweder schaffen wir es mit ihm oder ich habe Pech. Beim nächsten Versuch vielleicht auf niedrigen Schwierigkeitsgrad. Ja, vielleicht. Aber vielleicht will ich euch ja auch den Spaß lassen. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich glaube, ich werde dann eh bis dahin spielen. Bis da, wo dann... Also alles, was ich dann schon so bis dato erspielt hatte. Ich glaube, bis dahin spiele ich dann hin. Und... Macht dann ab da den nächsten Stream dann weiter. Ja, also sollte ich jetzt mit ihm sterben, wird der Stream dann für heute erstmal beendet. Dann fange ich heute nicht mehr nochmal von vorne an. So. Aber ich meine, der Schwierigkeitsgrad, der an ist, das ist ja halt das echte Erlebnis. Und ich will ja das echte Spielerlebnis. Und wenn das bedeutet, dass ich mich 3000 Jahre voll mit Frust abgeben muss, dann ist das halt so. So. Also, wir wissen, da nicht reinpacken. Ich bin jetzt eh so ein bisschen überlegen. Ich weiß nicht, was kommt jetzt eigentlich als nächstes? Was haben wir denn jetzt noch groß für Optionen, was wir machen können? Ich habe immer noch dieses blöde ovale Bild nicht gefunden. Weiß ich nicht. Egal, gucken wir erstmal uns da unten alles weiter an, da unten vor allen Dingen, und dann mal überlegen, was zu tun ist. Ich stelle mir das sehr lustig vor, wenn wirklich irgendwie ich mal den Stream starte und dann, keine Ahnung, in einer halben Stunde sind alle tot, Stream beendet, tschüss. wo liegt jetzt die Tasche? So. Ich meine, was habe ich denn alles? Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwas davon Sinn machen würde. Ach ja, was hat er jetzt für ein Item? Ich habe wieder nicht nachgelesen, nicht Trottel. Flachmann aus Leder, Glücksbringer, verbleibende Einsätze einer. Das Trinken hat mir immer einen Moment der Ruhe gegeben. Alles um mich herum ist verstummt. Sogar die Schreie. Jetzt bin ich ja eigentlich ein bisschen versucht, den Glücksbringer zu benutzen und dann nochmal reinzulangen, ne? Weil ich mal gern wissen würde, ob das in der Hinsicht was bringt. Mache ich aber nicht, weil dann wäre ja verkackt, wa? Falls das nicht funktioniert. So, ich habe hier noch diesen Ring, der wird mir aber auch nichts nützen. Und der Kleber. Ich versuche trotzdem. Oh. Hä? Die Waschküche ist leer. Aber alles ist voll Wasser. Ach, hier wäre so oder so gar nichts gewesen. Das war überhaupt kein Rätsel. Alter. Da muss ich vorher drauf achten. Dann greife ich doch da erst recht nicht rein. Was für ein Scheiß.
Jo. Und damit sind wir dann ja hier jetzt auch durch. So, was haben wir denn noch hier unten? Hier unten ist nur noch ein Rätsel, nämlich das Feuer anzünden. Ich guck mal, ob das mit dem Universalverdünner geht. Oh, warte. Vorher gehe ich erstmal noch schnell in den Keller, weil ich hier eh gerade stehe. Weil das wäre doch so witzig, wenn dieses blöde runde Bild da unten steht. Ich weiß, es war irgendwo noch ein zweites Bild, wo eine Jahreszahl war. Nur wo war das? Ich bin mir so sicher, dass da irgendwo noch ein zweites Bild war. 1945. Ey, leck mich doch am Arsch. Das steht wirklich hier unten. Ist aber nicht das Ovale, also wahrscheinlich nicht das, was wir brauchen. Ich habe einmal die 98, aber die war nicht von dem Bild. Und dann habe ich einmal noch die 45. Probieren wir es doch einfach mal aus. Tada! Vier. Sieben. Die 34 war es nicht. Probieren wir die 45. Nein? Habe ich das gerade richtig eingegeben? War ich wirklich richtig? Ah, ich weiß nicht, welche Strichzahl das sein soll. 4, 7, 4, 5, ja. Wieso geht es einfach nicht? Mist. Irgendwo muss ja dieses blöde Bild stehen, nur wo? Weil der Hinweis, dass es halt fehlt und der Hinweis, dass das Bild hier an der Treppe sein soll, das kann ja kein Zufall sein. Hier war aber auch nicht so sehr gut. Okay, also können wir den Keller ja schon mal ausschließen, dass das Bild hier nicht ist. Achso, ich wollte ja die 98 da noch ausprobieren. Ich glaube zwar nicht, dass die 98 das ist, weil es nicht von dem Bild kommt, aber egal, es ist eine Jahreszahl, die ich habe. Mehr jetzt, dass die falsche ist, kann mir ja nicht passieren. It was like Rosie in the winter. Was? Ernsthaft? Doll. Doll. Egal. Hat funktioniert. Eine der Puppen der Kinder war im Safe. Ich nehme sie mit. Okay. Oh, grüne Stoffpuppe mit einer Brille. Oh, richtig süß. Guck doch, wie süß sie ist. Ja. Ja, du bist auch süß, Dobby. Alles gut. Doll. Okay, dann ist das Rätsel ja auch geklärt. Kellerrätsel abgeschlossen. Ja, viele Rätsel bleiben mir dann jetzt gar nicht mehr. Oh, ich hoffe, ich schaffe das noch. Ich will es schaffen. Ich darf nicht mehr sterben. Gucken wir doch nochmal. Also Keller sind wir jetzt durch. Ja. Im Wohnzimmer haben wir noch etwas. Ansonsten alle Türen und so sind ja hier jetzt auch offen. Hier oben im Spielzimmer haben wir noch ein Rätsel. Dann ist da noch eine verschlossene Tür. Und da beim Arbeitszimmer haben wir auch noch ein Rätsel. Also in der zweiten Etage ist noch ein bisschen mehr. Hier unten haben wir nur noch das eine. Wohnzimmer? Ja. Ey, mach auf die Tür hier. So. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen kokeln können, wa? Yay. Und Streichhölzer. Da. Und nun? Ich habe Feuer gemacht. Dieses Lösungsmittel riecht übel. Schlimmer als das Mittel, mit dem Mascha und ich die Toiletten reinigen. Aber was bringt das Feuer mir jetzt? Hä? Ich dachte jetzt, das ist jetzt voll das Rätsel und hier passiert jetzt voll krass was. Ich erinnere mich, als Herr Sebastian seine Freunde und ich diesen Hirsch jagten. Wir haben ihn mit einem einzigen Schuss getötet. Schämt euch. Hä? Aber was zum Teufel bringt denn jetzt?
ein Feuer angemacht und was bringt es mir? Das verstehe ich jetzt nicht. Dobby, was willst du denn da hinter der Tür? Mach doch nicht hier so viel Faxen. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe auch nichts bekommen. Ich habe nur diese vier Puppen. Ob die vier Puppen reichen? Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Wieso ist hier nichts passiert? Wozu das Feuer? Ich verstehe es nicht. Es ist weder irgendwas aufgegangen, noch irgendwas anderes. Ja, da oben rennt wer. Ist okay, lass die Kinder spielen. Der kleine Saul hat Klavierunterricht genommen. Ich frage mich, ob er es noch tut. Ja, ich denke eher nicht. Ich verstehe das jetzt mit dem Feuer überhaupt nicht. Wozu denn das Theater hier Feuer zu machen, wenn es mir gar nichts bringt? Das ist doch bescheuert. Gut, dann ist ja hier unten nichts mehr. Das finde ich jetzt aber irgendwie witzig, weil... Oben geht es doch aber auch nicht weiter. Ich komme weder beim Arbeitszimmer weiter, weil ich brauche ja was, um das da rauszuziehen. Ich habe ja nichts zum Rausziehen. Im Spielzimmer komme ich... Na, vielleicht komme ich im Spielzimmer weiter. Ich habe ja Puppen. Aber vier. Aber es waren, glaube ich, mehr Räume. Ich weiß nicht, ob ich für jeden Raum eine brauche. Und da ist die Tür auch verschlossen von der anderen Seite. Naja, ich gehe mal gucken. Vielleicht hat das Feuer ja doch irgendwas ausgelöst und ich weiß es nur noch nicht. Keine Ahnung. Da ja oben wer rumtrampelt, vielleicht soll ja das ein Zeichen sein. Ein Zeichen nach oben zu gehen. Und zu sterben. Michelle läuft auch lange um die Treppen hoch. Mach mal hin hier, Opi. Das mit dem Bild habe ich jetzt irgendwie auch noch nicht verstanden. Aber egal. Draußen ist alles normal. Spielzimmer. Ist das Licht hier gerade heller geworden? Ja? Ja? Oder? War das hier vorher schon? War der Dreck hier vorher schon? Sehr vertrauenserweckend. Ich sollte da definitiv hingehen. Ich weiß nicht, es weint keiner, aber es sind komische Geräusche da. Sollte ich da wirklich reingehen? Ich halte mir diese Option erstmal nochmal offen. Ich guck mal erstmal ins Puppenhaus. Ansonsten wüsste ich gerade aber auch nicht, was ich sonst machen soll. Ich habe nicht gelauscht. Das wird mein Untergang sein, wenn ich so weitermache. Oh, eine Idee habe ich noch. Ich habe doch noch den Ring und den Sekundenkleber. Vielleicht kriege ich damit... Aha. Ich verstecke mich im Schrank. Kann ich nicht. Schade. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also es sind sieben Zimmer. Aber guck mal, da in der Mitte ist... Es sieht so aus, als wäre da... Sieht so aus, als würde eine fehlen. Weil in der Mitte halt eine fehlt. Ja, ich habe hier keine Ahnung, wo ich die hinsetzen soll. Du kommst in die Küche. Du hast eine Brille auf, also setze ich dich in die Bibliothek. Du kommst ins Kinderzimmer. Und du siehst doof aus und kommst auf den Dachboden. Ja, im Zweifelsfall ist das verkehrt. Keine Ahnung. Weiß ich erstmal noch nicht. Ich bin mir nicht sicher.
Ich glaube halt eh, dass da eine fehlt, weil die Lücke ist doch da nicht umsonst. Arbeitszimmer. Hä? Guckt mal, der Dreck ist weg. Zum Glück bin ich da nicht reingegangen. Das war eine Falle. Ihr wolltet mich verarschen. Hier habe ich jetzt vielleicht noch eine Idee. Ich muss mal gucken, wenn ich das kombiniere mit... Ja, es ist Teil des Schlüssels. Mit etwas Kleber kann ich ihn mit der anderen Hälfte verbinden. Cool. Ich wollte es eigentlich gerade anders machen, aber egal. Dann benutze ich das. Ja, warte, dann... Dann erst so und dann kombinieren und kombinieren mit dem da. Und benutzen. Mhm. Gott sei Dank habe ich es geschafft, die Tür zu öffnen. Mega! So, was haben wir denn jetzt hier noch? Metallhaken. Ein erweiterbarer Metallhaken. Ist hier irgendwo eine Luke, wie man nach oben kommt? Wir benutzen ihn, um die Dachbodentür zu öffnen. Aber wo ist die Dachbodentür? Ich habe hier noch keine gesehen. Da. Dritter Brief von Isaac Färber. Ein Brief für Hascha mit Poststempel von 15. August 1998. Gefunden bei ihm zu Hause. Lieber Sebastian, hier bricht alles zusammen. Ich weiß nicht, was mit meinem Telefon los ist, aber ich kann dich nicht erreichen, weshalb ich dir diesen Brief schreibe. Ich bete, dass es noch nicht zu spät ist, Sebastian. Ich höre dir die Spieluhr nicht an. Also, höre dir die Spieluhr nicht an. Ich wiederhole, höre dir diese Spieluhr nicht an. Etwas stimmt nicht mit dieser Melodie. Ich höre sie immer und immer wieder in meinem Kopf. Wenn ich spazieren gehe, wenn ich lese, wenn ich esse oder schlafe. Sogar in meinen Träumen. Und diese werden schlimmer und schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass mich etwas beobachtet, Sebastian. Zuerst kam es nur in meinen Träumen vor. Aber in letzter Zeit fühle ich es auch, wenn ich wach bin. Obwohl es mir immer schwerer fällt, den Unterschied zu erkennen. Hier ist etwas. Eine seltsame Präsenz. In den Gängen, hinter jeder Tür, der ich den Rücken zuwende. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es tut mir so leid, mein Freund. Ich verfluche den Tag, an dem ich dir diese Spieluhr geschickt habe. Isaac Färber. Ja, dass da ja alles hier mit der Spieluhr zusammenhängt. Da wissen wir ja nun mittlerweile schon. Dobby, was ist denn los? Frauchen streamt. Du kannst da nicht mitmachen. Ach ja, da möchte jemand Aufmerksamkeit. Nee, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Du musst warten. Ja, du musst warten. Du kleiner Popelarsch. Da wird das Spielzeug gleich hingeworfen. Wie hast du mich genannt? Alte Zeitung von Herrn Sebastian. Sie sollten im Mülleimer sein. Mehr ist hier jetzt nicht. Also nur dieser Brief und der Metallhaken. Aber wo ist denn hier jetzt eine Luke zum Dachboden? Nicht weinen. Oh je. Nicht. Vielleicht da neben dem WC, weil da ist irgendwie so am... Aha, kleinen Moment mal. Der kleine Arschi. Immer wenn er seinen Willen nicht bekommt, fängt er nämlich an rumzutottern, der Popo. Okay. Ja, vielleicht auf der anderen Seite da. Aber mir ist irgendwie nie eine Luke aufgefallen. Egal. Einfach alles absuchen. Ich weiß sonst ja eh nicht, was ich machen soll. Wir suchen die heilige Dachbodenluke. Hat sie jemand gesehen? Sie kann ja eigentlich nur in der Etage sein. Alles andere macht ja keinen Sinn mehr. Ich hab gedacht, vielleicht hier, aber... Nee? Was eigentlich hier? Ach, kann ich jetzt hier eigentlich reingehen? Das war doch vorhin die... Nee, das war eine andere Tür. Oder? Hallo? Dachbodenluke, bist du hier? Bild ich es mir ein oder werden die Bilder, die hier rumhängen, immer verrückter?
Ja, da werden wir nicht reingehen. Wir kommen da, glaube ich, auch gar nicht rein. Ja, die Tür ist verschlossen. Wo ist die Dachbodenluke? Trigger, falls du noch da bist. Weißt du, wo die Dachbodenluke ist? Ich habe keine Ahnung. Wenn wir jetzt da mal logisch rangehen, kann sie ja nur hier sein. Wo soll sie sonst sein? Ah, hier ist sie. Jemand hat die Leiter zum Dachboden hochgezogen. Ich könnte sie herablassen, wenn ich den Haken erreiche. Nichts leichter als das. I need to have a look in the attic. Dachboden ist der zweitgruseligste Ort in dem Haus, oder? Ich glaube, wir sterben gleich. What? Julia, is that you? Ich will nicht zu ihr gehen. Wir sind Sauls Wiege. Mascha und ich, wir konnten keine Kinder bekommen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ich gehe da jetzt halt hin, ne? Aber ich glaube, ich werde sterben. Ich glaube halt nicht, dass es okay Julia. Ist. It's me, Alex. Are you alright? What? Okay. What is this? Haiku-Mappe 1. Ein Teil von einem Sammlerstück. Eine gelbe Mappe voller Papiere. Auf der Mappe scheint ein Haiku zu liegen. Betrachten. Kann ich hier irgendwas? Ein verlorener Freund. Was für ein Geschenk. Wenn er das überhaupt noch ist. Irgendwie benutzen. Kann ich die vielleicht kombinieren mit der anderen Mappe? Ja. Oh Gott. Mensch. Julia, where are you? Denk nicht drüber nach. Sei froh, dass sie weg ist und du noch lebst. Die meisten Menschen fühlen sich durch diese Gemälde verängstigt, aber mich entspannt es. Gemalt im Jahr 1922. Ich schreibe mir die Zahl jetzt vielleicht auf, für den Fall, dass nochmal so ein komisches Rätsel kommt, wa? 1922. Ich glaube zwar nicht, dass bestimmt nochmal ein Rätsel in derselben Art kommt, aber man soll ja nie sagen. Bevor ich wieder rumsuche und das nicht finde. Nee. Achso, ja, das war die Wiege. Vielleicht kann ich über das Gerüst hinunter ins Elternschlafzimmer klettern. Ich klettere einfach aus dem rechten Fenster. Okay. Ein scheußliches Porträt unseres Herrn Jesus Christus von Januar 1811. 1811. Na dann mal raus hier. Sollte ich durch dieses Fenster klettern? Nein. Soll ich durch das andere klettern? Keine Ahnung. Sollte ich durch dieses Fenster klettern? Nein. Was hat er bei dem anderen nochmal gesagt? Er sollte durch das rechte Fenster klettern? Oder durch das linke? Scheiße, ich hab das schon wieder vergessen, ne? Hier hängt dieses blöde... Oh Gott, was ist das für ein schreckliches Bild? Von der Treppe. Ah ja, das Gemälde von 1998. Doll. Doll. Ey, ich hab die 98... Ach, 1798. Ich habe die 98 nur ausprobiert, weil ich die 98 da in dem Zettel gelesen habe. Aber da war es ja 1998. Aber hier haben wir jetzt die richtige Jahreszahl. Dann brauche ich mir die wahrscheinlich eh nicht notieren. Aber cool, was für ein Zufall. Rechts. Okay, rechts. Also durch das andere Fenster. Dann werde ich da gar nicht erst durchklettern. Weil dann kann es ja eigentlich nur das sein. Ja, ich kletter durch dieses Fenster. Danke, Jessie.
You're not young anymore. Diese nutzlosen Arbeiter, sie haben ihre Arbeit nie beendet und ein riesiges Chaos hinterlassen. Manchmal habe ich von der Straße aus gesehen, wie die Haschers von diesem Balkon aus die Sterne beobachteten. Komme ich jetzt hier irgendwo rein? Hallo? Da. Mrs. Gatherin? Marsha? Bin ich jetzt in dem Zimmer, wo die Tür verschlossen ist? Ist das nicht das Zimmer, wo es immer durchgeweint ist? Ah! Nein, nein, nein. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Ja, schnell, schnell, ich muss die Tür verhalten. Ah! Nein! Warum? Ah! Scheiße. Ich hab doch gedrückt, was ich drücken sollte. Wieso? Scheiße. Nein. Es ist ja belastend. So. Damit würde ich sagen, war's das für heute. Ach, verdammte Kacke. Mann, ey. Vor allen Dingen jetzt, das war, glaube ich, der letzte Raum, wo ich nur noch hätte reingemusst. Und dann war noch nur noch dieses Puppenrätsel. Aha. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Ich ärgere mich. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Die Episode fängt wieder von vorn an. Aber das mache ich, wie gesagt, heute nicht. Ich nehme mal an, ich werde dann bis dahin spielen und für den nächsten Stream dann an der Stelle wieder starten. Ja, was für ein Scheiß. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Aber ich ärgere mich. Vielleicht nehme ich doch einen Schwierigkeitsgrad runter. Dass die zwar immer noch sterben können, aber alles ein bisschen geschilderter ist, ist für einen Stream vielleicht besser. Auch wenn es mich ein ganz kleines bisschen dann ärgert, aber naja, gut. So, alles klar, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir hören oder sehen uns beim nächsten Mal. Tut mir leid, dass ich die Episode dieses Mal nicht geschafft habe. Ja, naja, gut. Wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Vorbeischauen. Tschüss.